Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das hier ist unsere Freitagnacht-Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer freitags ganz frei und offen die Sendung für alle eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. 0800 220 50 50, kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sven. Und der Sven ist 22 Jahre alt. Hallo Sven. Hallo. Sven, um was geht's? Guten Tag, guten Morgen. Ja, guten Morgen kann man eher sagen, ne? Ja, ich wurde genau vor einer Woche und einen Tag von meiner Mutter zu Hause rausgeschmissen. Vor einer Woche und einen Tag? Ja, ich habe letzte Woche schon mal versucht anzurufen und da bin ich nicht durchgekommen. Ja. Und jetzt habt ihr mich ja zurückgerufen und jetzt, ja. Ja. Jetzt kann ich das erzählen. Ja, ich bin vor einer Woche und einen Tag von meiner Mutter zu Hause rausgeschmissen worden, weil ich zu spät zum Essen gekommen bin. Weil du zu spät zum Essen gekommen bist? Ja. Wie viel zu spät? Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, lass es gewesen sein. Och. Ich weiß es nicht mehr. Aber. Ja, aber nein, das hat sich angehäuft, weil. Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht genau, hat, oder? Das war so gesagt der Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, da gab es viele Konflikte zwischen dir und deiner Mutter? Ja. Hast du alleine mit deiner Mutter gewohnt, oder? Ja, meine Eltern haben sich mit geschieden, wo ich 3 war. Und es gibt keine anderen Geschwister, gibt's keine? Doch, da ist noch ein leiblicher Bruder, der ist 2 Jahre jünger wie ich. Ja. Und dann sind da noch 3 Halbgeschwister. Achso, die wohnen auch alle da. Zwei aus der Ehe von meinem Vater, wo ich nicht groß geworden bin, aus der neuen Ehe. Ja, okay. Und aber die Leute sind alle bei deiner Mutter in der Wohnung? Nein. Da sind jetzt nur noch 2, mit mir waren das 3. Okay. Erzähl mal, welche Konflikte es so gab zwischen dir und deiner Mutter? Das fing an mit 15. Ich habe meinen Mofa-Führerschein gemacht und ich konnte dann dementsprechend auch weiter wegfahren. Dann bin ich dementsprechend auch in die falschen Leute angekommen, Drogen. Hm. Ich habe angefangen mit Drogen zu nehmen. Ich habe als allererstes Chemie genommen. Ich habe nicht mit Kiffen angefangen, wie es so heißt. Kiffen fängt mal mit an. Du hast Chemie genommen? Das heißt im Klartext? Ich habe gleich mit Ecstasy, Speed und Kokain angefangen. Oh, mit 15 schon? Ja. 16? 15 war das. Wie hast du denn das Geld für Kokain bekommen? Ja, die erste Zeit hatte ich noch was auf dem Petto. Dann habe ich die nächste Zeit meine Eltern, meine Familie angeschnurrt nach Geld. Mhm. Ja, und danach musste ich kriminelle Laufbahn anschlagen, ne? Ach so. Ich war ja auch im Knast. Was hast du denn gemacht? Was heißt kriminelle Laufbahn? Was hast du gemacht? Ich habe Autos geklaut, habe die an Polen verkauft. Ich habe Ladenschiebstelle begangen. Ich habe Erpressungsgeschichten hinter mir. Ich habe Körperverletzungen hinter mir. Also richtig heftige Dinge. Ja, alles, was früher so, wo ich gesehen habe, das bringt schnelles Geld ein. Das kann, wie lange warst du im Knast? 1,5 Jahre. Dann wurde ich frühzeitig entlassen auf 35er. Das heißt, ich habe Therapie gemacht, Drogentherapie. Mhm. Ja, und seitdem bin ich sauber. Nur das mit meiner Mutter und die fand das halt nicht so gut mit Knast und hast du nicht gesehen. Ja. Wie lange bist du denn jetzt aus dem Knast wieder raus? Ich bin jetzt seit dem 16. Boah, ich muss 16.04. aus dem Knast raus. Letzten Jahres? Ja. Ja. Mhm. Dann habe ich 8 Monate Therapie gemacht und dann bin ich wieder zurück zu meiner Mutter und letzte Woche wurde ich rausgeschmissen und dann bin ich nach Köln gegangen. Ja. Jetzt bin ich hier in Köln. Hat deine Mutter, also ich meine, du hast eine Therapie gemacht? Das heißt, ich gehe mir davon aus, dass du auch einen Willen hast, ein anderes Leben zu führen als vorher. Ja, genau. Und das hast du deiner Mutter auch wahrscheinlich auch so gesagt, dass du das gerne... Ja, und das hat sie auch gesehen, weil ich freiwillig 2 Monate länger Therapie gemacht habe, als andere normalerweise müssen. Was hast du denn in der Zwischenzeit dann so überhaupt gemacht? Hast du gearbeitet oder eine Ausbildung gemacht? Ich habe meine Lehre angefangen. Nachdem du aus dem Knast rauskamst? Nein, war schon vor dem Knast. Erzähl mal, was du gemacht hast nach dem Knast. Arbeitsmäßig. Nach dem Knast bin ich direkt in Therapie gegangen. Ich bin aus dem Knast gekommen, musste gleich am selben Tag zur Therapie. Ja, war das eine ambulante Therapie? Nee, das war stationär. Ach so. Das war im Emsland ganz oben. Und wie lange hat die gedauert? Normalerweise regulär 22 Wochen und ich habe aber verlängert. Ich habe insgesamt 8 Monate gemacht. Ach so. Und da blieb ja gar nicht viel Zeit mehr. Nee, ich bin jetzt am 16.10. rausgekommen aus der Therapie. Ach so. Aber von Oktober bis dann vor einer Woche hast du bei der Mutter gewohnt und hast nichts gemacht, hast du nicht gearbeitet.
Nein, ich war zwar auf Arbeitssuche, ich habe auch weiterhin Bewerbung geschrieben, weil ich habe 2 Jahre Lehre gemacht gehabt. Ja. Und da habe ich auch ein praktisches Zeugnis von 2,0 gehabt und ein theoretisches von 2,1. Mhm. Nur Bewerbung schreiben und dann kann man halt nur warten. Verstehe. Oder direkt hinfahren. Wie war denn die Stimmung zwischen dir und deiner Mutter so, seitdem du von der Therapie dann zurückgekommen bist, letztes Jahr im Oktober? Wie war die Stimmung? Hätte ich jetzt immer Ja und Amen gesagt, wäre sie super schön gewesen. Nur ich kann nicht immer Ja und Amen sagen, da prägt der Knast ein bisschen. Ja, wo gab es, was waren denn so Konfliktfelder, wo es ein bisschen geknirscht hat zwischen euch beiden? Mit den Zeiten, wegen Essen. Dann, dass ich zwischendurch Sachen mal im Haushalt erledigen sollte, obwohl ich so gesagt meine eigene Wohnung hatte bei meinen Eltern. Da sollte ich bei denen in der Wohnung auch noch sauber machen, das habe ich nicht gemacht und das waren dann alles so kleine Konfliktfelder, was ich früher halt immer alles gemacht habe. Das habe ich halt nicht mehr gemacht und in den Zeiten, da konnte ich mich auch nicht immer dran halten, weil man wird ja auch nun älter. Ja, nu, also. Ich bin erwachsen, normalerweise kann ich entscheiden, wo ich hin möchte. Ja schon, aber du warst ja immerhin zu Gast im Haus deiner Mutter. Ja. Das heißt, dann musst du dich da auch an die Regeln halten und du hast wahrscheinlich keine Miete zahlen müssen da. Doch. Doch. Ich musste Kostgeld und Miete zahlen. Ach so. Also das musste ich zahlen und das hat sie auch jeden Monat von mir gekriegt. Aber du verdienst doch gar nichts. Du kriegst irgendeine Beihilfe oder was? Nee, ich kriege jetzt Arbeitslosengeld 1. Ach so, und davon hast du es dann einen Teil davon abgegeben. Genau. Davon hat sie dann immer 200 Euro im Monat von mir gekriegt für Miete und für Verstehe. Ging es denn immer nur um so 5 Minuten, 10 Minuten oder hingst du auch schon mal eine Stunde nach? Nee, also eine Stunde habe ich eigentlich noch nie. Ich muss auch zu sagen, meine Mutter ist so ein bisschen pingelig, die hatten früher mal einen Laden und ich weiß nicht, warum sie den verloren haben und deswegen, aber irgendwie haben sie den verloren auch, weil irgendwas immer zu spät, weil man ein richtiger Fall halt immer alles zu spät gemacht hat. Dann haben sie den verloren, meine Mutter war hochverschuldet und seitdem hat sie es halt mit der Zeit, wenn sie was sagt, dann will sie auch, dass man pünktlich ist. Ja, deine Mutter war wahrscheinlich vollkommen fertig mit den Nerven, zu Recht, als du deine kriminelle Zeit hattest. Dazu kann ich dir erzählen, meine Mama war mal Erzieherin, staatlich anerkannte Erzieherin für schwer erziehbare Kinder, Jugendliche. Oh weia. Und dann fing das mit mir an und dann fing das an, dass meine Mutter sich geritzt hat, dass sie im Halbschlaf aufgestanden ist. Sie wusste davon morgens nichts mehr. Ach du je. Sie ist aufgestanden im Halbschlaf, hat sich angefangen zu ritzen. Also war für sie wahrscheinlich ein ganz großes Gefühl des Versagens da. Dass sie in der Erziehung versagt hat und wo sie es sogar noch professionell macht, dass sie es nicht geschafft hat. Ich denke auch mal, dass das einen Teil mit beigetragen hat. So, jetzt bist du. Weil sie schon mit so harten Leuten zu tun hat. Ja, genau. So, jetzt bist du rausgeflogen, bist, du sagst, nach Köln gefahren. Wie weit ist das weg von deiner Mutter? Ja, das ist ein Zug. Also, ich bin ja mit einem Zug gefahren, Kilometerzahl kann ich dir gar nicht sagen. Ja, also Bremen ungefähr. Bitte? Bremen, Köln, na gut, das ist eine weite, schon eine erhebliche Entfernung. Was machst du jetzt hier in Köln? Wo wohnst du zum Beispiel? Ich wohne jetzt in Pfingst. Ja, bei wem? Bei deinem Freund oder wie? Vom Kumpel, die Freundin, bei der Mutter. Ach so. Wie soll es weitergehen? Ja, ich bin ja am Arbeiten jetzt wieder in Köln. Also hier in Köln habe ich ja gleich wieder Arbeit gefunden, halt nur nicht mit einer Lehre, die ich weiterführen kann. Wie, du bist jetzt seit einer Woche erst in Köln und hast direkt Arbeit gefunden? Ich habe direkt Arbeit. Ich habe einen Kumpel gehabt, ich habe, wie gesagt, vom Kumpel die Freundin, bei der Mutter bin ich. Und mein Kumpel hat mir gesagt, ich soll mich bei der Firma Google melden und da habe ich mich gemeldet und dann bin ich dahin und die haben gesagt, okay, kannst du anfangen. Das ist ja super. Ist zwar eine Zeitarbeitsfirma, aber ich habe zumindest was zu tun, so komme ich nicht an meinen Drogen zurück. Das ist ja super. Ist das Tischtuch jetzt so zerrissen, dass du wirklich erstmal nicht zurückkommen kannst zu deiner Mutter? Ja, genau. Also ich denke mal, das hat sich auch ganz ausgespielt. Ich habe da jetzt auch die letzten Tage oder die letzte Woche immer versucht, wieder mal anzurufen. Dann habe ich mit bekannter Nummer angerufen, dann ist es gar nicht erst angegangen. Dann habe ich unbekannte Nummer angerufen, dann ist er rangegangen, wo sie meinen Namen gehört hat oder mich erkannt hat, da hat sie aufgelegt. Siehst du das vielleicht auch ein bisschen als Chance, jetzt so wirklich ganz alleine, selbstständig dir ein Leben aufzubauen? Ja, jetzt mittlerweile schon. Also letzte Woche hätte ich es noch nicht gedacht. Mittlerweile habe ich mir so, ich denke mir, mittlerweile ist es an der Zeit, ich bin jetzt 22, mittlerweile ist es an der Zeit, mal was Eigenes aufzubauen. Gab es jetzt in dieser Woche mal so Momente, wo du hättest vielleicht wieder schwach werden können in Richtung Drogen oder irgendwie? Mehrere. Mehrere sogar. Da bin ich auch ganz froh, dass ich meinen Kumpel dabei mir hatte, der mich dann davon weggeholt hat. Und genau, der zieht dich da nicht rein? Nein. Also der nimmt zwar selber, aber ich habe ihm gesagt, ich möchte nicht mehr. Also ich kannte ihn aus dem Knast und wir haben ihn ins Knast auch konsumiert und nach der Drogentherapie wollte ich dann nicht mehr.
Da habe ich ihm auch gesagt und er respektiert das auch. Also ja. Er gibt mir auch nichts. Er konsumiert auch nicht vor mir. Ja, das ist gut. Und er konsumiert eigentlich auch nicht, wenn ich dabei bin. Und du musst radikal sein mit dir. Und dich auch nicht auf Kleinigkeiten einlassen. Du musst radikal Nein sagen, sonst kippst du. Ja, es ist schwer, aber ich habe jetzt schon zweimal Nein gesagt, aber ich habe gemerkt, es geht, aber es ist schwer. Mhm. Ich sitze abends zu Hause, habe schwitzige Finger, weil ich eben weiß, wie toll die Drogen waren. Ja, schon. Aber es ist noch schwerer, ein Leben in der Kriminalität zu führen und wieder im Knast zu sitzen. Ja, dazu muss ich aber sagen, so schlimm fand ich den Knast gar nicht. Ach so. Aber davon kann auch davon sein, dass ich erst im offenen Jugendknast war. Mhm. Das heißt, ich konnte ja rausgehen nach einem bestimmten Zeitpunkt. Interessanter Aspekt, wenn du sagst, so schlimm fand ich den Knast gar nicht. Also er ist für dich gar nicht großartig abschreckend gewirkt. Der hat nicht abschreckend gewirkt. Nee, ganz und gar nicht. Und auch vor allen Dingen der Jugendknast nicht, weil das ist da, Hameln ist der größte Jugendknast, ich weiß nicht, in Deutschland, weltweit, keine Ahnung. Und da ist halt wie so eine riesige Familie, da ist Küche, das alles, da kommt nichts von der Außenwelt rein. Und man hört auch nichts von der Außenwelt, sag ich mal so, außer Familie, wenn man anruft oder... Wie auch immer, Sven. Ich glaube, wir beide brauchen gar nicht groß reden, dass es ein besseres Leben ist, wenn du auf geraden Bahnen läufst. Ja, das will ich ja. Definitiv. Dann kannst du... Das ist schwer, aber ja. Ich gebe mir meine beste Mühe. Du hast ja schon deine Therapie hinter dir, das hast du freiwillig gemacht und hast es durchgezogen. Das ist ja schon mal eine gute Leistung. Ja. Du hast deine Strafe abgesessen. Du hast viele Fehler gemacht, als du jung warst. Ja, abgesessen habe ich Strafe noch nicht ganz. Na gut, aber das wird dann irgendwann auch der Fall sein. Ich habe das extra gemacht wegen Bewährungszeit, damit ich was habe, das mir sagt, jetzt hör auf, Schluss. Ah ja, verstehe. Ich gehe auch nicht weiter, sonst geht's. Wie beurteilst du denn deine Taten, die du zu verantworten hast? Ich sag mal, für die Scheiße, was ich gebaut habe, bin ich echt glimpflich davon weggekommen, aber ich muss es auch nicht mehr heraus. Also du siehst das schon. Ich muss es nicht wieder provozieren. Ich verstehe. Also Sven, im Prinzip hast du eine gute Grundeinstellung. Du musst jetzt wirklich nur diszipliniert und hart zu dir selbst sein. Mhm. Nämlich wirklich, dass du jetzt, das ist jetzt, glaube ich, eine sehr heikle Zeit, in der du im Moment bist. Vielleicht ist es in einem halben Jahr schon anders. Wenn du dich noch ein bisschen mehr etabliert hast, wenn du vielleicht irgendwo eine eigene Bude hast, wie sich das so entwickelt. Mhm. Aber dir ist klar, dass jeder kleinste Schritt wieder in Richtung Drogen oder so, kann dein ganzes Lebenskonzept total kaputt machen. Jeder Schritt zu den Drogen ist vorbei dann. So meine ich es, genau. Genau so meine ich es. Ja. Das habe ich in der Therapie auch gemerkt, sobald ich einmal Drogen einfach, ist es vorbei. Absolut. Und ich glaube, jede Woche, jeder Monat, jedes Halbjahr, was du so schaffst, wie du es jetzt bisher geschafft hast, ist ein Erfolg. Und das ist ein Erfolg, finde ich, darauf kannst du stolz sein irgendwann. Ich hoffe, dass ich das kann. Ja. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Hast du denn, wer dir denn vielleicht geholfen, wenn du hier in Köln irgendwie noch einen Ansprechpartner? Ja, ich hab einen Bewährungshelfer hier und ich habe mir von einer Krankenkasse, die wollten mich erst in ambulante Therapie stecken, von der Drogentherapie aus. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte lieber mit einem Psychotherapeuten arbeiten. Und dann habe ich mich an meine Krankenkasse gewendet. Mhm. Die Krankenkasse bezahlt bestimmte Psychotherapeuten, nicht alle, sondern nur ein paar. Und die haben mir eine Liste zugeschickt, welche sie in Köln bezahlen. Ja. Und da habe ich mich dann an verschiedene gewendet, habe dann meine 5 Probestunden bekommen. Ja. So, und mit dem einen kann ich ganz gut arbeiten. Jetzt habe ich der Krankenkasse mitgeteilt, mit dem möchte ich arbeiten. Jetzt bezahlen wir 20 Stunden. Das hast du alles jetzt in einer Woche organisiert? Ja. Das ist ja unglaublich. Ich bin einfach jeden Morgen unterwegs. Dann geht ja. Ja, das ist gut, das klingt gut. Ich merke schon, du hast da schon eine Energie. Man muss aufstehen und aufstehen ist halt schwer. Ich schlafe halt auch wirklich ehrlich gesagt nur 4-5 Stunden am Tag, weil ich meine ganzen Sachen halt geregelt haben will und dann das Arbeiten halt noch. Verstehe. Jetzt will ich dich ermutigen, Sven, mach das auf jeden Fall unbedingt weiter so. Ich glaube, dass du einen guten Ansatz hast und ich glaube, dass du auch viel Kraft in dir hast, das zu schaffen. Das sagen viele, nur ich selber verzweifle irgendwann. Verstehe. Selbst ist man vielleicht immer ein bisschen kritischer mit sich selbst. Aber da sind so viele gute Punkte, wo ich auch so aus der Ferne sage, das ist eine gute Voraussetzung. Der Typ schafft das. Es gibt Leute, wo ich schon immer denke, das wird nicht klappen, der kippt um. Ich glaube, wenn du so weitermachst, schaffst du das auch. Du hast auch genug Erfahrung, denke ich mir mal. Du redest oft genug mit Leuten. Ja. Sven, ich kann dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Aber möchtest du das? Ja, wenn ich mich nicht verstehe, kann ich aufhören. Ja, genau. Im Prinzip bist du ja auch gut versorgt, aber ich will es dir noch anbieten, damit wir uns hier nicht so zack, zack verabschieden. Mhm. Das würde so gehen, du kennst es ja, du legst auf und dann wirst du von uns zurückgerufen. Die Magdalena ist heute hier. Ja. Also toll, toll, toll. Mhm. Alles Gute. Finde ich auch cool. Schickst du noch ein Autogramm? Ja, dann sagst du gleich der Magdalena deine Anschrift hier in Köln. Ist in Ordnung. Okay, alles Gute, tschüss. Alles gut, tschüss. Tschüss.
Das war der Sven und 0800 22 050 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, dann wählt ganz einfach diese Nummer. Hier ist Christine. Halt, wo ist sie? Nee, Christiane. Christiane 50, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Christiane. Ich rufe an, weil ich mitbekommen habe, dass meine Kinder vor 2 Jahren missbraucht worden sind und im Moment werde ich überhaupt nicht damit fertig. Deine Kinder? Ja, alle beide. Wie alt sind die Kinder? Mein Sohn ist 22 und meine Tochter, mein Sohn ist 23 und meine Tochter ist 20. Und wann ist das passiert? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Ja. Und wer ist der Täter? Ein guter Freund von uns. Und wie ist das jetzt rausgekommen? Ich muss die Geschichte von vorne erzählen. Ich war selbstständig, hatte Café und Kiosk. Hm. Unter anderem habe ich im Café Kindergeburtstag gemacht und der hat uns immer dabei geholfen. Ich habe noch eine ältere Tochter, die ist jetzt 30. Hm. Und die waren zusammen auf einer Schule. Und sein Bruder und mein Sohn waren in einer Klasse. Hm. Und dadurch haben wir uns dann näher kennengelernt. Und der hat mir dann im Kiosk immer ausgeholfen, wenn irgendwas anlag oder so. Und wir haben Spieleabende bei uns zu Hause gemacht. Der hat sich auch Nur um das so einzuordnen, deine Kinder waren damals so um 10, 12 Jahre alt? Mein Sohn war damals 7. 7? Meine Tochter 3. Aber du hast gerade gesagt, das war vor 10 Jahren. Die Kinder sind jetzt über 20, hast du gerade gesagt. Vor 10 Jahren hatte ich das Café. Achso, da sind wir jetzt mit den Zahlen ein bisschen durcheinander genannt. Ja, ja. Also, wie alt war denn da der Täter zu der Zeit? Der ist damals 18 geworden. Mhm. Mhm. Und der hat ihn dann auch immer mit nach Hause genommen und zum Spielen und so. Und dann musste ich das Café und Kiosk aufgeben, weil damals die Landesgartenschau zu uns kam hier. Wir machen es mal ein bisschen weniger kompliziert. Wie ist das jetzt rausgekommen? Der hat sich nach 10 Jahren nochmal bei uns gemeldet für Spieleabend und so. Mhm. Und mein Sohn fing an rumzudrucksen, wie ich das erzählt habe. Mhm. Und hat dann Schüttelfrost und Fieber wieder gehabt. Und dann kam der einmal abends runter und dann hat er gesagt, hör mal, Mama, der und der hat sich gemeldet. Wenn der kommt, ich habe mir eine Knarre besorgt, ich knall den ab. Ach, und da warst du völlig von Socken? Ja. Und wie hast du den denn in Erinnerung von damals, diesen Mann? Also als wirklich kinderlieb. Kinderlieb. Weil er hat mir ja auch bei den Kindergeburtstagen geholfen. Mhm. Also durchaus eine gute Erinnerung, ja, an den Mann. Wirklich. Ich sag der Sohn, wenn der kommt, hole ich eine Knarre. Ja. Da warst du wahrscheinlich völlig von Socken. Ja, ich von den Socken. Mein Mann und ich, wir gucken uns an und haben gesagt, wieso, warum, weshalb, was ist passiert und so. Und wir haben wirklich, also bei uns im Wohnzimmer gesessen, wir haben 4 Stunden auf den eingeredet, bis der uns dann erzählt hat, was passiert ist. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt auch zu Hause, die haben wir direkt aus dem Bett geholt und haben die auch gefragt. Dann haben wir dann in der Nacht noch einen Freund angerufen, der bei der Polizei ist, und der hat gesagt, direkt Anzeige machen. Mhm. Und das war 5 Tage vor der Verjährung. Ja. Ich weiß nicht, wie ich meinem Sohn weiterhelfen soll. Wir sind für unsere Kinder immer da. Ich weiß auch, wovon ich spreche. Ich bin selber missbraucht worden. Ich war vor 7 Jahren in der Klinik, 5 Monate. Und ich weiß, wovon ich rede. Wie oft ist das denn damals passiert? Das muss über Jahre gegangen sein. Über Jahre. Ich durfte, mein Sohn hat mit unserem Anwalt damals gesprochen, den wir hatten. Ich durfte bei der, wie es vor Gericht ging, musste ich den Saal verlassen. Und dann habe ich näher gefragt, ob ich Akteneinsicht haben könnte. Hm. Und dann hat der Anwalt zu uns gesagt, also er hat schon viel miterlebt, aber davon möchte er möchte nicht davon, dass ich das lese oder überhaupt darüber was weiß. Mhm. Und mein Sohn redet nicht darüber. Der wird damit nicht fertig. Und deine Tochter, redet die? Meine Tochter, die hier war, muss ich dabei sagen, es war eine von der Staatsanwaltschaft, eine Psychologin hier. Mhm. Und meine Tochter kann sich nicht mehr an so viele Dinge erinnern, weil sie war damals 3. Mhm. Und sie sagte, sie ist immer abgehauen her, wenn der kam. Das, mhm, das war ihr peinlich. Mhm. Aber mein Sohn redet überhaupt nicht darüber, gar nicht. Mhm. Und wir wissen wirklich nicht mehr, uns zu helfen. Ja. Sag mal, es kam dann zu einer Gerichtsverhandlung? Ja, der ist verurteilt worden, aber der hat nur eine Geldstrafe gekriegt. Der hat nur eine Geldstrafe bekommen? Ja. Wie hat er sich denn vor Gericht geäußert, der vermutliche Täter, der Täter? Der hat sich gar nicht geäußert, der hat kein Wort gesagt in der Gerichtsverhandlung, kein Wort. Und wie hoch war die Geldstrafe? Mein Sohn hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 2.000 Euro gekriegt. Ach. Und meine Tochter 1.000 Euro.
Wie war die Begründung, dass es nur so eine kleine Strafe gab? Weil der sich ansonsten nichts zu Schulden kommen hat lassen. Also ist angeblich hat sich nie einer darüber geäußert. Hat das Gericht denn angenommen, dass er es gemacht hat? Geglaubt? Ja, also so wie die Staatsanwältin sich ausgedrückt hat, ja. Aber die konnten ihn ja nach der langen Zeit nichts mehr nachweisen. Mhm. Und da fragt man sich natürlich, wenn der das damals gemacht hat und so intensiv gemacht hat, so dass man dir das nicht zumuten möchte, die Akten zu lesen, hat er das danach nicht auch wieder gemacht? Und also wie ist die Situation heute? Fragt man sich. Der wohnt mit in einem Ort weiter von uns. Ich sehe ihn beim Einkaufen. Mhm. Und ich habe jetzt schon von Freunden gehört, dass er auch ziemlich schwer krank ist, aber das entschuldigt das ja nicht. Jetzt ist für dich das große Problem, das habe ich gerade rausgehört, denn so bei deinem Sohn ist das alles aufgebrochen. Ja. Durch diesen Prozess auch. Immer wieder, also der verdrängt hat, den merkt man, lässt sich das auch so nicht anmerken. Mhm. Der war gestern Abend wieder raus und dann haben die Alkohol getrunken. Mhm. Und also ich habe meinen Sohn gestern nicht wieder erkannt. Ne? Der wollte sich umbringen, der Freund hat angerufen, wir sollten den abholen, der rennt andauernd vor Autos, mitten auf der Straße. Und Freunde haben den dann nach Hause gebracht. Der hat gesagt, also wir würden ihn nicht verstehen. Ist das denn jetzt seitdem das rausgekommen ist und seitdem der Prozess stattgefunden hat, ist das immer schlimmer geworden mit deinem Sohn? Ja, der zieht sich von allen zurück, der hat sich von seinen ganzen Freunden zurückgezogen. Mhm. Der sitzt nur noch oben in seinem Zimmer. Und also ich habe gesagt, er soll in Therapie gehen, aber er sträubt sich da. Wir haben heute Mittag wieder mit dem geredet, mein Mann habe ich von der Arbeit heute Morgen geholt, weil ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und der Sohn wohnt noch bei euch? Ja, der wohnt noch zu Hause. Und hat er eine Arbeit, oder? Der war zwischendurch immer wieder beschäftigt, aber der kriegt nichts Richtiges auf der Reihe. Mhm. Der hat seinen Schulabschluss nachgemacht, der ist dann, das ist ja damals auch, er war ja in der Schule mit dem Freund, mit dem Sohn. Und der hat sich von der Schule ganz zurückgezogen damals. Da ist in der Schule auch einiges passiert, der ist erpresst worden und so. Ne? Also, du sagst, der war in der Schule mit deinem Sohn? Ja, die waren in einer Klasse von meinem Freund. Also mein Sohn, der von meinem Freund, also von dem Bekannten, der Sohn war damals mit dem in einer Klasse. Also der Täter? Nee, der Bruder. Okay, das ist ja so kompliziert, das müssen wir ja gar nicht. Ja, ja. Also Fakt ist, dass es deinem Sohn, seitdem dieses offenbar wurde, dass es dem sehr, sehr schlecht geht. Ja. Dass es dem sehr schlecht geht und ihr gar nicht wisst, was ihr machen sollt, weil er auch sagt, er möchte nicht in eine Therapie gehen. Nee, also wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir jemanden finden, wo er sich wirklich mit auseinandersetzen kann, dass er dem das erzählt, dass er das verarbeitet. Ja, das Wichtige ist ja, dass... Er hat kein Selbstbewusstsein mehr. Ja, schon. Du sagst, ihr müsst jemanden finden. Ja. Aber wichtig ist ja, dass, auch wenn ihr jemanden gefunden habt, dass er dann auch dahin gehen möchte. Ja, wir haben jetzt soweit. Wir haben heute Morgen und heute Mittag mit ihm geredet und also wir haben wirklich auf ihn eingeredet. Ach so, gut, das ist eine Neuigkeit. Das heißt, er wäre schon bereit, dann zu einem Therapeuten zu gehen. Ja, weil er sagt heute selber, er wusste nicht, was er getan hat. Ne? Und er wusste nicht, was er getan hat? Der hat also durch den Alkohol einen kompletten Fadenriss gehabt. Ne? Also Christian, natürlich ist das unumgänglich, wenn etwas so Schlimmes damals passiert ist, wovon wir jetzt gar nicht genau wissen, was im Einzelnen passiert ist, aber das müssen wir auch gar nicht wissen. Wir können uns das ja schon erahnen, dass ja was Schlimmes mit deinem Sohn angerichtet wurde. Dann muss er in fachkundige Hände und fachkundige Betreuung. Da würde ich dir einfach raten oder jetzt auch vorschlagen, dass wir, das heißt meine Psychologin, dir noch ein paar sehr gute Tipps an die Hand gibt, wohin ihr euch wenden könntet, was ihr machen könnt und dass du das alles zusammennimmst zu den Informationen, die du schon hast und dann überlegt ihr, was ihr daraus macht. Ja, danke. Ja, so machen wir es. Das wäre super. Also ich brauche dringend Hilfe. Also ich schaffe es allein nicht mehr. Bei uns kommt so viel aufeinander. Die älteste Tochter hatte jetzt Darmkrebs. Mein Mann hat seit 10 Jahren Morbus Crohn und ich bin ja auch noch nicht ganz gesund. Bei mir ist das ja auch wieder aufgebrochen jetzt. Ich verstehe. Ich muss das auch verarbeiten, dann das von meinem Sohn verarbeiten. Also da kommt so viel aufeinander. Und wir sind dir jetzt sehr gerne behilflich, liebe Christiane. Da legst du bitte auf und du wirst von Magdalena zurückgerufen. Ja,
Und dir und euch und deiner Familie alles Gute von Herzen. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Dennis ist hier. Oder Dennis? Nee, Dennis. Dennis. Dennis, 19. 19, ja. Hallo Dennis, um was geht's? Bei mir geht's darum, also ich ekel mich vor Sex und allem, was dazugehört. Mhm. Was ja, glaube ich, nicht nur bei mir so ist, es gibt ja Leute, die bei denen es einfach so ist. Und ich mache gerade mein Abitur, ja. Und bin da in einem Kunstkurs. Und dann mussten wir uns nackte Menschen angucken, mhm. Um die danach selber zu zeichnen im gleichen Stil. Und das war für mich schlimm, also erstmal diese Menschen zu sehen, nackt. Weil ich mich wirklich davor ekel. Also du ekelst dich auch nur allein, wenn du mal einen nackten Menschen siehst. Egal ob Mann oder Frau. Ja. Mhm. Ja. Und dann habe ich das gesehen, was schon schön genug war. Und dann hat der Kunstlehrer gemeint, wir sollen das malen. Mhm. Ich habe den dann halt ohne Geschlechtsteil gemalt. Das war ein Mann. Mhm. Und dann hat der Kunstlehrer von mir verlangt, dass ich das mit Geschlechtsteil male. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie vergewaltigt eigentlich. Mhm. Also ich weiß nicht, irgendwie irgendwas stimmt mit mir vielleicht nicht, ich weiß nicht. Ich finde einfach alles, was mit Sex zu tun hat, eklig und alles, alles, was drumherum ist, und ob das jetzt nackter Mensch ist oder ich weiß nicht. Ja. Das heißt, du hast auch noch nie eine Freundin gehabt? Nein, das hat bei mir ja auch schon früh angefangen. Als ich noch relativ klein war, irgendwann 4, 5 Jahre, da bin ich bei meinen Eltern reingekommen, als die Geschlechtsverkehr hatten, aus Versehen. Mhm. Und seitdem ist das, glaube ich, so, ich weiß nicht. Mhm. Und ich finde das einfach so eklig. Befriedigst du dich selbst? Nein. 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 Du findest dich selbst, auch wenn du dich selbst nackt im Spiegel siehst, auch nicht gerade. Aber ich verstehe das nicht. Das ist doch animalisch. Was ist animal? Das zu tun? Ja, Sex. Ja, das gehört aber zum Menschen dazu. Naja, für mich ist es irgendwie. Mhm. Du warst auch noch nie verliebt? Ja, doch. Ich hatte schon sowas empfunden wie. Ja, aber nicht im sexuellen Sinn. Mhm. Ich meine, das muss ja nicht zwingend was miteinander zu tun haben, oder? Mhm. Nein. Ich frage ja erst nur mal so. Man kann ja auch erst mal nur so geistig, platonisch. Ja, ich habe jemanden lieben. Ja, als ich mal jünger war, habe ich mich mit meiner Lehrerin verliebt gehabt. Mhm. Da war ich 11. Mhm. Aber sonst ist so definitiv noch nie irgendetwas passiert zwischen dir und einem anderen Menschen im Bereich Erotik und geschweige denn Sexualität, noch nie, gar nicht. Es hat schon ein Mädchen mal versucht, irgendwie da irgendwas zu machen, aber könntest du halt nicht. Könntest du den Ton mal leiser drehen? Bitte? Könntest du den Ton vom Fernsehen mal ein bisschen leiser machen? Ja. Was war das für ein Geräusch gerade im Hintergrund? Einen Moment, muss ich mal gucken. Ja. Mein Bruder hat Besuch, das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Einen Moment. Entschuldigung, seid mal bitte leiser. Ja, so, okay. Ja. Also ja, jedenfalls ist das ist mein Problem. Mein Problem ist jedenfalls, dass ich, also es machen sich Leute drüber lustig. Mhm. Das wusste vorher auch, wussten nicht so viele Leute. Mhm. Weil es halt, Und woher wissen die Leute das jetzt? Bitte? Woher wissen die Leute das jetzt? Durch diese Sache in dem Kunstkurs. Ich habe den Lehrer das versucht zu erklären und er hat das halt nicht verstanden. Wie hat der Lehrer denn darauf reagiert? Das ist ja für ihn auch eine ungewöhnliche Situation. Na, der Lehrer hat gedacht, dass ich das nicht ernst meine. Mhm. Dass ich vielleicht zu faul bin oder weiß ich nicht. Aber es gehört halt dazu, es ist für ihn ein Bereich in der Kunst. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ist das denn, wenn Sie das verstehen können, das ist halt. Wie ist das denn, wenn du, weiß ich, gehst du im Sommer in Schwimmbad? Ja. Da siehst du ja dann auch Leute, die manchmal nur sehr wenig anhaben. Wie empfindest du das? Das ist ja was, das ist finde ich nicht schlimm, wenn die so weniger anhaben, sie sind ja nicht nackt. Das heißt, in die Sauna gehst du nicht? Nein. Nee. Das ist ja da also was man da so hört, das ist für viele ja auch irgendwie. Mhm.
Dennoch, trotz allem, gibt es mal Momente, die dich selbst vielleicht etwas irritieren, wo du eine sexuelle Erregung hast? Nein, also was heißt sexuelle Erregung? Wenn ich jetzt eine Erektion habe, zum Beispiel, dann hat das bei mir nichts mit Sex zu tun. Das passiert einfach. Ja, ja. Also da ist ein bisschen Unruhe im Hintergrund. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir beenden das Gespräch mal auf dem Sender und rufen dich gleich nochmal an, Dennis. Ja. Ja? Okay. Dann wir melden uns gleich nochmal. Okay. Hier ist Hanna. Hanna ist 21 Jahre alt. Hanna, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Hanna. Um was geht's bei dir? Mein Vater hat Depressionen. Ja. Schon vor 3 Jahren festgestellt. Zieht sich aber schon über einen längeren Zeitraum. Mhm. Also man schätzt irgendwie 6-7 Jahre vorher auch schon ein. Mhm. Und er wurde dann stationär behandelt. Also wir haben es erstmal so probiert dann wurde er stationär behandelt. Mhm. Über ein Dreivierteljahr, wo man am Anfang gesagt hat, normalerweise 4 Wochen. Mein Vater war ein Dreivierteljahr dann da. Und in der Zeit bin ich so zu der Bezugsperson meiner Mutter geworden. Mhm. Also sie hat mir halt alles anvertraut, all ihre Ängste und alles, was dahinter steckt. Mhm. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch eine kleinere Schwester, die hat aber nicht viel davon mitgekriegt. Ja. Also meine Mutter hat sich ihr nicht anvertraut. Also ich wusste eigentlich alles. Mhm. Also was vielleicht für so eine Eltern-Kind-Beziehung nicht normal ist. Was hat deine Mutter dir denn alles anvertraut? Es ging darum, mein Vater hat schon immer Ängste, seinen Job zu verlieren, weil er in einer ziemlich hohen Position ist. Mhm. Das hat sie mir anvertraut, dass da halt wahnsinnige Existenzängste dahinter stecken, dass mein Vater manchmal auch nicht wusste, ob jetzt die Beziehung zu meiner Mutter wirklich das Richtige ist. Mhm. So viele Kleinigkeiten einfach. Mhm. Und meine Mutter hat dann auch so viele Ängste, ob das die Familie noch zusammenhält oder ob sie vielleicht gehen soll. Und sowas kann eine Mutter ihrem Kind nicht sagen. Irgendwie. Also, das heißt, war für mich, ja. Das heißt, du warst da, wie alt warst du da? 20, 19, als sie es gesagt hat? Mhm. Ja. Du fühlst dich überfordert von dem oder mit dem, was deine Mutter dir anvertraut hat? Auf der einen Seite bin ich froh, dass sie es mir sagt, weil so weiß ich, woran ich bin oder was das alles ist oder wo der Auslöser da ist. Aber auf der anderen Seite kann ich damit auch überhaupt nicht umgehen. Warum nicht? Weil das für mich schrecklich wäre, wenn meine Familie auseinanderbricht. Ja. Das ist meine Familie, das ist mein Halt. Das kann ich einfach auseinanderbrechen. Ja, natürlich, aber es gibt viele Dinge, die man nicht will und die trotzdem passieren. Ich war gerade etwas, ich stutzte etwas, als du sagtest, sowas kann eine Mutter ihrer Tochter nicht erzählen. Warum nicht? Das ist doch eigentlich ein toller Vertrauensbeweis, dass deine Mutter dir das erzählt. Ja, auf der einen Seite schon. Ja, soll sie dir was vorlügen? Nein, das stimmt schon. Aber ich habe mich irgendwann so nach und nach total überfordert damit gefühlt. Total. Mhm. Und dann auch noch damit konfrontiert zu sein, dass mein Vater bald bei uns in der Stadt stationär behandelt. Mhm. Das heißt, wir sind auch noch oft hingefahren und meine Familie war immer perfekt. Ich hatte eigentlich immer eine perfekte Familie. Vielleicht ist das der Schock für dich, dass du immer in einer perfekten Umgebung, in einer vielleicht vermeintlich perfekten Umgebung aufgewachsen bist und plötzlich öffnet sich der Vorhang und du guckst da auf eine sehr komplizierte Situation. Ja. Und meine Eltern haben halt, oder gerade auch mein Vater ist ein Perfektionist. Er hat immer sehr viel von mir erwartet. Ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht. Ich studiere jetzt. Mhm. Und das ist halt, also im Prinzip, das kam es erst so hoch, als ich dann angefangen habe zu studieren. Mhm. Ich bin weggegangen von zu Hause, habe jetzt eine eigene Wohnung, wohne in einer WG, fühle mich hier eigentlich auch super wohl, habe nette neue Leute kennengelernt und alles. Aber wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, sie sagt nichts, aber ich weiß, dass es ihr im Moment nicht gut geht zu Hause. Wie ist denn der Stand der Dinge? Ist der Vater jetzt im Moment mein Hause? Mein Vater ist zurück und mein Vater arbeitet auch wieder. Geht es ihm einigermaßen okay, oder? Mit Tabletten ja, ohne nein. Mhm. Ja. Also es sind wohl auch ziemlich harte Tabletten. Mhm. Ich weiß nicht, was das für welche sind oder wie auch immer, aber... Wie würdest du denn die aktuelle Situation der Beziehung zwischen deinen Eltern einschätzen? Es hat sich sehr viel gebessert. Mhm. Also die bauen sich gerade wieder ihr Leben auf. Mhm. Also ich glaube, das Schlimmste haben sie überstanden. Dennoch, meinst du, irgendwas zu hören oder zu spüren bei deiner Mutter, wenn sie es auch nicht ausspricht? Was meinst du zu spüren? Was ist da los?
diese Ängste, dass er nicht mehr ohne diese Tabletten leben kann. Mhm. Überhaupt die Angst vor der Krankheit, dass es vielleicht noch schlimmer werden könnte? Dass es vielleicht wiederkommen könnte. Meine Oma hatte das auch. Mhm. Und meine Tante auch. Mhm. Und also es liegt in der Familie von meinem Papa. Viele hatten es da. Ja. Und meine Mutter hat halt Angst, dass es bei ihm jetzt, je älter wird, desto schlimmer wird es so ungefähr. Ja. Und wenn das erst der Anfang war, was kommt dann noch? Wenn sie mit dir telefoniert und du sagst, sie sagt nichts, aber du ahnst das so im Hintergrund, ja, fragst du sie auch nicht? Doch. Ich frage, wie geht's Papa? Mhm. Was macht er? Er ist auch die Woche über nicht zu Hause. Fragst du auch, also nicht nur, was macht Papa, sondern fragst du auch, wie geht's dir? Ja. Ja. Und was sagt sie dann? Gut. Es ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Mhm. Meinst du, sie bereut das schon, dass sie dir das alles damals so erzählt hat? Nein. Mhm. Ich denke auf gar keinen Fall. Sie weiß auch gar nicht, wie ich darüber denke. Mhm. Also ich habe mir das angehört und... Hast du mit jemandem, das ist ja nun sehr, eine sehr intime Geschichte und sehr persönliche Sache, hast du mit jemandem darüber schon mal sprechen können? Noch keine. Die Beziehung zu meinem Ex-Freund ist daran gescheitert. Warum? Weil ich mich ihm anvertraut habe und er das alles total auf die lockere, so das total locker genommen hat und das wird doch, ist doch alles nicht so schlimm, dein Vater ist selbst schuld und da müsst ihr jetzt durch. Und er hat meine Ängste nie verstanden und dann habe ich mich letztendlich von ihm getrennt, weil ich kann nicht mit einem Menschen zusammenleben, der, also wir waren auch 3 Jahre zusammen, lange Zeit. Wenn er das so beurteilt, das finde ich auch schlimm und da kann ich gut verstehen, dass du da halt auf Distanz gehst. Ja. Was ich aber nochmal sagen möchte, ist, auch wenn dich das vielleicht in dem Moment geschockt hat und gar nicht dem entspricht, wie ihr sonst in der Familie umgegangen seid oder auch nicht dem Familienbild entspricht, finde ich, das ist doch eigentlich sogar eine große Chance, dass deine Mutter sich dir gegenüber so geöffnet hat. Auch wenn es schockierend war im ersten Moment für dich. Heute bist du eine erwachsene 21-jährige junge Frau, die studiert, die sich eben dann auch mit der Realität auseinandersetzen muss und konfrontieren muss, dass der Vater eine schwere Erkrankung hat. Ja, mit allen Konsequenzen, die im Prinzip ist es doch sogar ganz gut, auch wenn das schmerzhaft war am Anfang. So kannst du ja der Realität ins Auge schauen, kannst sogar deiner Mutter unter Umständen helfen und ihr beistehen. Ich weiß nur halt nicht, also ich habe im Moment irgendwie ziemliche Schuldgefühle, dass ich jetzt einfach gegangen bin. So, dass ich jetzt einfach angefangen habe zu studieren, jetzt eine eigene Wohnung und mich so, ich habe das Gefühl, ich habe mich so vom Acker gemacht einfach. Finde ich nicht. Sage ich jetzt mal ganz ohne die Details zu wissen. Ich finde, das ist ein normaler Prozess. Du bist in dem Alter, da geht man von zu Hause weg. Du hast ja nicht gebrochen mit deiner Mutter oder mit deinen Eltern. Wie oft telefonierst du mit deiner Mutter? Fast jeden Tag. Ja, siehst du. Wie viele Kilometer seid ihr voneinander entfernt? Ungefähr 200 Kilometer. Ja, das ist dann auch keine Riesenentfernung. Das heißt, da kann man, wie oft fährst du zu Besuch hin? Alle 2-3 Wochen, vielleicht das Wochenende nach Hause. Finde ich völlig alles im normalen Bereich, Anna, wirklich. Finde ich überhaupt keinen Grund, sich da ein Schuldgefühl zu machen. Sage ich ganz ehrlich und mit tiefer Überzeugung. Und ich glaube, dass du so verantwortungsbewusst bist, dass du dich sehr intensiv um deine Mutter kümmerst und auch in den Gesprächen sehr aufmerksam sicher mit ihr umgehst. Hm. Oder? Ja, das schon. Was wäre die Alternative? Die Alternative, du kannst ja nicht immer bei deinen Eltern bleiben und für sie sorgen. Ja, aber dadurch, dass sie mir halt damals alles so anvertraut hat und mich da so reingezogen hat, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich ein Stück Verantwortung jetzt auch trage, weil ich alles weiß. Meine Schwester und sogar meine Großeltern, die Eltern von meinem, oder die nur noch die Mama lebt, aber die Mama von meinem Papa, die weiß nicht alles. Mhm. Und ich weiß alles. Und ich habe das Gefühl, ich bin dadurch ein Stückchen auch mit in diese Verantwortung reingerutscht, ihm zu helfen und für ihn da zu sein. Ist deine Mutter ein Typ, mit dem man gut offen reden kann? Eigentlich schon, ja. Wir reden normalerweise über alles. Ja. Aber ich möchte halt nicht irgendwie ihr sagen, dass ich damit nicht zurechtkomme, weil dann denkt sie sich wieder, sie hätte mich überfordert und das ist ihre Schuld. Und das möchte ich halt nicht. Sie soll auf gar keinen Fall denken, dass es ihre Schuld ist. Mhm. Weil ich bin ja auch oft genug hingegangen und habe gesagt, wenn es ihr schlecht ging, Mama, was ist denn los? Mhm. Ich hätte es ja auch sein lassen können in dem Moment. Mhm. Wäre auch blöd gewesen, aber dann... Ja. Das heißt, im Prinzip ist es gut, wenn du dir die Entlastung, sage ich jetzt mal einfach ausgedrückt, dir
woanders holst. Beispielsweise auch in dem Gespräch jetzt mit uns beiden. Ja, genau das. Um deine Mutter dann nicht zusätzlich noch in einen Konflikt vielleicht zu stürzen, dass sie sich wieder um Kopf macht, oh, ich habe das Mädchen jetzt belastet und jetzt macht die sich Sorgen und so weiter. Verstehe, ich kann nicht verstehen. Ja. Ich sage dir wirklich mit großer Überzeugung, auch mit der fernen Objektivität, ich kenne dich ja überhaupt nicht und muss dir auch nicht nach dem Mund reden oder so, dass ich so dein Verhalten absolut in Ordnung finde. Und dass da überhaupt keine Schuld zu sehen ist. Natürlich trägt man auch mit Verantwortung für die Eltern, logisch. Macht man sich auch Sorgen, würde ich auch machen. Völlig klar. Und man hängt sich dann auch mit rein, klar. Aber ich glaube, was ganz Gravierendes ist bei dir, dass du in so einer heilen Welt aufgewachsen bist. Ja. Viele Leute sind damit ja konfrontiert von Kindesbeinen an, dass irgendwas nicht klappt in der Ehe oder dass jemand krank ist und so. Und für dich ist da eine ganze Welt zusammengebrochen. Und ich glaube, damit musst du dich auch erstmal arrangieren. Und wenn dann auch noch die Schuldgefühle weg sind, ich glaube, dass du dann auch ganz normal fast wie eine Freundin wie in einer freundschaftlichen Beziehung mit deiner Mutter umgehen kannst. Ja, das stimmt schon. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Vater? Es geht. Also, wie gesagt, mein Vater ist Perfektionist und wenn man nicht perfekt ist, dann wird man von ihm auch nicht so angenommen. Mhm. Ich meine, ich habe ein sehr gutes Abi geschrieben. Da hast du natürlich auch viel weg, ne? Das hat er dir auch eingeimpft. Ja. Dieses perfekt sein zu müssen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst auch nicht perfekt sein im Umgang mit deiner Mutter. Du bist eine junge Frau von 21 Jahren, die auch Fehler macht. Die auch gerade in so heiklen Situationen, in denen deine Familie dir steckt, da kannst du nicht immer alles perfekt hinlegen. Das ist nun mal so. Ja, aber man versucht es natürlich. Ja, man versucht es. Aber da würde ich auch diesen Anspruch etwas runterschrauben, den dein Vater in dich hineingelegt hat. Das heißt, da muss auch vielleicht mal eine kritische Betrachtung stattfinden gegenüber deinen Eltern oder auch gegenüber deinem Vater. Ja. Wir sind ja alle programmiert von unseren Eltern und von dem, wie wir aufgewachsen sind. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Ich bin ja nun erheblich älter als du. Ich habe damit auch zu kämpfen. Wie bin ich programmiert worden früher? Nicht nur von den Eltern, auch von Schule und allem Möglichen. Ja, ich will es ihm natürlich auch nicht noch schwerer machen, dass er jetzt noch irgendwie dann mit Problemen oder mit irgendwelchen Sachen von mir belastet wird, die ich schlecht gemacht habe. Ich möchte es natürlich ihm im Moment so einfach und so leicht wie möglich gestalten. Ja, aber das ist jetzt schon wieder schwierig. Also da bist du natürlich in eine Spirale der Falschheit vielleicht, des Falschen geraten. So würde ich da nicht, ich würde jetzt schon mich so orientieren, was du für richtig hältst und nicht da wieder so um die Ecke denken, dass du deinen Vater schützt und so weiter. Nein, das würde ich nicht machen. Das gehört dann halt auch dazu, wie er sich mit der Realität auseinandersetzen muss. Ist schwierig, ist alles schwierig. Ja, es ist sehr schwierig. Ja. Ich gucke gerade auf die Uhr, Hanna, mir läuft die Zeit ein bisschen weg. Ich habe dir so grob meine Meinung, glaube ich, gesagt. Wenn du gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin möchtest, biete ich dir das selbstverständlich an. Ja. Ja, möchtest du das? Okay, dann wird Magdalena, so heißt meine Psychologin heute Nacht, dich gleich anrufen. Du legst bitte auf. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Gina? Gina ist richtig. Gina, grüße dich, schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's? Ja, es geht, also ich wollte euch erzählen von meiner extremen SM-Beziehung, die ich seit 2,5 Jahren führe und die mir seit einem Jahr nun doch zu intensiv und zu hart wird. Extreme SM-Beziehung, seit 2,5 Jahren schon, das heißt, du bist ja in sehr jungen Jahren rangekommen. Richtig, was ist das? Schon seit ich 15 bin, hat das halt angefangen mit so ganz normalen Spielereien, dass ich halt gemerkt habe, irgendwo, dass ich schon eine masochistische Seite habe. Und irgendwo, dass so normale Sexualität für mich keinen Reiz hat. Bist du die aktive oder die passive? Ich bin eher die subtile, das heißt nicht der dominante Part. Also eher die zurückgenommene und du lässt dich gerne behandeln. Genau. Ja. Mhm. Richtig. Ja, und dementsprechend habe ich mir dann auch wirklich, seit ich 15 bin, immer extremere Partner gesucht, die auch immer wesentlich älter waren als ich. Ich wollte gerade sagen, so in dem Alter ist es wahrscheinlich schwierig, Gleichaltrige zu finden, gleichaltrige Männer, die genauso drauf sind. Genau, das funktioniert gar nicht. Wie viel älter waren die immer? Also, ungefähr? Als ich 15 war, so der erste, mit dem ich meine ersten Erfahrungen gemacht hatte, der war 27. Mhm. Und ja, der hat mich dann so mit so normalen Spielereien, sag ich mal, die man dann auch so kennt, irgendwo herangeführt. Mhm. Und das hat mir dann alles irgendwann nicht mehr gereicht. Und ich habe mir halt immer extremere Menschen ausgesucht, weil ich irgendwo meine eigenen Grenzen testen wollte und irgendwie wissen wollte, was ich brauche. Mhm. Und ich bin halt ein Mensch, ich langweile mich sehr schnell in Beziehungen. Ja.
Ja, und dann halt vor 2,5 Jahren habe ich dann eben jemanden kennengelernt, der ist jetzt mittlerweile 30. Mhm. Und da war von vornherein klar, für den ist SM nicht nur irgendwo eine sexuelle Sache, sondern der bezieht das alles auf den Alltag. Mhm. Und das hatte für mich einen sehr großen Reiz und ich habe mich da auch sehr schnell drauf eingelassen. Was heißt das? Er bezieht es auch auf den Alltag? Also, um es plump auszudrücken, ich bin in seinen Augen schon jemand, den er liebt, aber in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand. Das klingt jetzt für andere wahrscheinlich total unverständlich, mhm, aber es ist im Prinzip so. Wohnst du und lebst du mit diesem Mann zusammen? Ja, seit einem Jahr. Ah ja. Und es ist dann jetzt halt auch seit diesem Jahr, sag ich mal, so extrem geworden, dass ich zum Beispiel in seiner Gegenwart von mir selbst nur als S spreche und nicht als Person. Es ist mir verboten, ihm in die Augen zu schauen. Ich darf ihn auch nicht von selbst irgendwo anfassen oder berühren. Mhm. Es ging dann so weit, vor einem halben Jahr hat er dann von mir verlangt, dass er mir eine Glatze rasieren darf, als Zeichen, dass ich ihm gehöre. Mhm. Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Ich habe ihm meine Haare von Herzen gern geschenkt. Das war dann auch alles sehr schön vorbereitet von ihm. Also es klingt jetzt wirklich für Außenstehende doof, aber es war total romantisch. Ja. Ich habe das auch alles genossen. Ja. Aber es ist mittlerweile einfach so extrem, dass ich meine ganze Zukunft nach seinen Vorstellungen ausrichte, dass ich selber eigentlich auch gar nicht mehr weiß, wer ich wirklich bin. Ich richte alles nach ihm aus. Ich weiß nicht, wie lange ich in keinem Bett mehr geschlafen habe. Also ich schlafe zum Beispiel auch in einer selbstgebauten Box, die innen drin nur mit Latex ausgelegt ist, auch mit einer Latexdecke, Latexkissen, die halt auch verschlossen ist. Wie du schläfst in einer Kiste? Ja. In einer Art Sarg? Nee, Sarg nicht, so groß ist die gar nicht. Achso, noch kleiner als ein Sarg. Die ist circa, ich sag mal, die ist so 1,5 Meter lang. Ja. Und dafür dann aber, ja, ich sag mal, auch so 1,5 Meter hoch. Also so ein Würfel eher. Wo dann auch ein Loch in die Tür reingefräst ist, wo dann halt eine Kette durchgeht, die bis zu meinem Halsband geht und von meinem Halsband bis zu seinem Bett. Das heißt, wenn er aufsteht morgens. Das ist ja krass. Das heißt, diese Kiste steht hier in seinem Schlafzimmer? Ja, vor seinem Bett. Vor seinem Bett. Und du schläfst in der Nacht mit Halskette? Ja, ich hab halt, also wenn er schlafen gehen will, dann holt er mich halt manchmal zu sich ins Bett, benutzt mich auf Deutsch gesagt für das, was er gerade möchte und danach bin ich in dieser Kiste. Dann holt er mich halt wieder raus, wenn er morgens aufsteht, irgendwelche Bedürfnisse hat und sperrt mich wieder ein, wenn er zur Arbeit geht. Bist du auch berufstätig? Also ich studiere, beziehungsweise studiere nicht. Ich studiere halt, wenn er mich studieren lässt. Ja, was studierst du, wenn du studierst? Ich studiere in Bielefeld International Management. Mhm. Aber im Prinzip läuft alles genauso, wie er gerne möchte und du bist eine komplette 24-Stunden-Sklavin. Ja, schon. Also ja, sagt man so. Sagt man so. Sagt man so. Ich sag's mal profan, dann kann man sich das vielleicht alles noch eher vorstellen. Aber das, was du gerade beschrieben hast, macht das Ganze ja auch schon sehr deutlich. Es gibt Sexualität, wenn er sie will, dann holt er sich das von dir. Genau. Mhm. Gibt es auch so verbal üble Sachen, dass er dich beschimpft oder erniedrigt? Ja, das ist zum Beispiel so, ich trage auch ein Halsband, was hinten verschlossen ist und ich trage halt auch Hundemarken, sag ich mal, wo dann diverse Ausdrücke draufstehen und ich trage die halt auch immer. Mhm. Ich habe auch keine Möglichkeit, die loszuwerden. Jetzt bin ich ganz erstaunt, dass du hier anrufst. Ist er nicht zu Hause? Nee, der ist auf Geschäftsreise für eine Woche und er hat mir quasi eine Woche Urlaub gewährt und ich bin jetzt bei einer guten Freundin, bei einer, die mir überhaupt noch geblieben ist. Weil das ist halt das Problem, warum ich eigentlich anrufe. Das wollte ich auch gerade fragen. Wahrscheinlich hat der dich doch komplett isoliert. Genau. Und also, jetzt bist du bei der Freundin, hast kein Halsband an? Doch. Doch. Doch, das trage ich. Ich trage auch einen Keuschheitsgürtel zum Beispiel. Du trägst auch einen Keuschheitsgürtel? Ja. Also einen klassischen Keuschheitsgürtel, wo nur er einen Schlüssel hat und kann den öffnen? Genau. Um mit dir dann Sexualität und Geschlechtsverkehr ausüben zu können? Genau. Und den trägst du jetzt auch dann eine ganze Woche? Ja. Jetzt mal ganz praktisch gefragt. A, tut das nicht weh, das Ding den ganzen Tag immer anzuhaben? Nee. Nee. Ist das nicht unhygienisch? Nein, auch nicht. Also man kommt wohl so mit den Fingern und so zum Waschen, sag ich mal, kommt, ist das alles kein Problem. Mhm. Aber du könntest, es würde kein Penis durchpassen, das heißt, du könntest nicht mit einem anderen Mann schlafen? Nein. Mhm. Definitiv nicht. Weiß deine Freundin, bei der du jetzt bist, was da abgeht? Ja, die weiß das. Sie ist halt die Einzige, sag ich mal, die es irgendwo akzeptiert, aber nachvollziehen kann sie es natürlich auch nicht. Hast du Kontakt zu deinen Eltern? Nein, auch nicht mehr. Es gibt im Prinzip nur diese eine Freundin? Genau, mittlerweile schon. Zu meiner Schwester habe ich noch wenig Kontakt, aber sonst ist mittlerweile alles abgebrochen, weil ich auch einfach nicht kann. Ich kann halt auch nicht einfach so zwischendurch mal anrufen. Wenn du jetzt zu ihm sagen würdest, ich möchte all das nicht mehr, ich möchte gehen, was wäre dann?
ich kann das nicht. Warum nicht? Weil das mittlerweile eine totale Abhängigkeit ist. Das heißt, also ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, ob ich es selber Liebe nennen möchte. Ich habe am Anfang all das genossen, weil ich bin normalerweise ein total selbstbewusster Mensch gewesen und hatte so gesehen eigentlich immer im Alltag, ja, halt die Hosen an, sag ich mal, so bei Freunden und so. Und deshalb habe ich mir eben genau das Gegenteil gesucht. Und mittlerweile wird es halt so schlimm, dass ich sage, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin oder wer ich mal war. Was ein sehr erschütternder und alarmierender Satz ist, finde ich, sage ich dir. Ja. Ein sehr schlimmer Satz, der mich wirklich jetzt also wirklich sehr schockiert, muss ich dir wirklich sagen. Na, es ist halt so, ich habe mittlerweile so gesehen nur noch ihn. Und du bist er dran? Ist ich. Bitte? Und? Und er ist ich. Weil ich bin nicht mehr ich eigentlich. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Das ist ja, es ist fast schon so wie eine, also eine Gehirnwäsche, die er in der er dich da hineingeführt hat. Ja. Die eine Persönlichkeitsveränderung zur Folge hat. Und das wiederum hat zur Folge eine totale Abhängigkeit. Ja, das fängt ja auch schon da. Ja, ich meine schon allein auch durch die Glatze. Ich meine, soziale Kontakte sind da sowieso total erschwerend und man wird eigentlich überall nur noch angestarrt und ich bin dann schon ganz froh, wenn ich sowieso nicht viel draußen unterwegs sein kann. Er ist berufstätig? Ja, was, er ist selbstständig. Ja, wenn du dann so tagelang alleine in der Wohnung bist, was machst du dann? Ja, es kommt sehr selten vor, es ist jetzt eher eine Ausnahme. Ja, aber wenn er zum Beispiel dann zur Arbeit geht und er dann abends wiederkommt, die Stunden, wo er nicht da ist, was machst du dann? Also entweder, das Schlimmste ist, wenn er mich einsperrt in diese Kiste, weil, man hat halt überhaupt kein Zeitgefühl mehr, man ist nur in Gedanken versunken. Ach, das macht er tagsüber auch, wenn er arbeiten geht, dass er dich schon mal in die Kiste einsperrt? Ja, nicht immer, aber es kommt vor. Und dann kann es sein, dass du viele Stunden in der Kiste liegst? Ja. Was machst du, wenn du zur Toilette musst? Ja, also die Kiste ist nicht umsonst absolut mit Latex ausgelegt. Also das habe ich dann auch da zu tun. Wenn er nach Hause kommt, habe ich das alles zu reinigen und mich für ihn auch zu duschen und ihm dann zur Verfügung zu stehen. Ich sag's nochmal, Gina, ich finde es wirklich erschütternd, was du erzählst. Und ich finde es insofern besonders erschütternd, weil ich ja heraushöre auch, dass du es eigentlich nicht willst. Nein. Dass dir aber die Kraft fehlt, da allein rauszukommen. Ja, es ist so. In der Regel redet man ja immer so, dass so in diesen SM-Beziehungen wird immer viel von Verantwortung gesprochen. Ja, Schutz, aber den habe ich nicht mehr. Bitte? Und von Schutz. Eigentlich ist es ja so gesehen. Nein, ich meine umgekehrt. Meinst du, dass er für dich noch eine Verantwortung empfindet oder dass er sich einfach labt in diesem Gefühl, dass er dich völlig untertan gemacht hat? Ich glaube, mittlerweile ist es das. Anfangs war es nicht so, da hat er auch meines Erachtens immer gut für mich entschieden. Aber mittlerweile wird er größenwahnsinnig irgendwo. Das heißt, nehmen wir mal nur den Fall an, du würdest es schaffen, diesen Satz auszusprechen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte gehen. Könnte es sein, dass er dich gar nicht gehen lässt? Ja, es würde so verlaufen, dass er versuchen wird, mich insoweit zu manipulieren, dass er mir einredet, verstehe, dass ich es schaffen könnte und dass ich dazu gemacht bin. Wozu gemacht bist? In dieser Rolle total aufzugehen. Ach so, das heißt, er würde dich so manipulieren, dass du dann doch wieder bei ihm bleiben würdest. Ja. Da muss aber ganz, ganz dringend was geschehen, Gina. Vielleicht ist diese Zeit jetzt, wo er nicht da ist, die Chance überhaupt für dich, da rauszukommen. Ich finde, dass du ganz, ganz dringend raus musst. Aber sowas von super dringend. Und wenn du in eine Klinik gehst, eine psychosomatische Klinik oder in eine Psychiatrie, wenn du dich selbst einweisen lässt erstmal. Ich sag das mal alles ganz spontan jetzt nur mal, weil ich einfach glaube, dass du musst da raus, um dein eigenes Leben zu retten, um deine Identität zu retten auch. Ja, irgendwo schon, aber da fehlt einem halt auch immer so der Elan, weil ich will ihn ja auch eigentlich nicht verlieren. Er war für mich das, was ich immer gesucht habe. Ja gut, das ist Vergangenheit. Du hast vielleicht eine gewisse Zeit mit dem etwas ausgelebt, was du auch gut fandest, aber es ist jetzt komplett pervertiert. Es ist komplett pervertiert. Ja, stimmt schon.
was auch gar nichts mehr mit SM und einer sexuellen Spielerei so zu tun hat. Es ist einfach nur furchtbar, was du erzählst. Und für einen Außenstehenden wirklich erschütternd. Ja. Und es ist ganz schlimm, dass er das offensichtlich so betreibt mit dir und dich so dann auch ausnutzt. Aber du hast angerufen hier. Ja. Du hast angerufen. Das ist ja bei aller Gehirnwäsche, die du nun schon hinter dir hast, immerhin Signal, ich will etwas unternehmen. Ich muss etwas unternehmen. Das, ja, irgendwo schon, aber das Ganze dann so wirklich bis zum Ende durchzuziehen, das ist halt ja, was anderes. Ich glaube, da hilft auch wirklich jetzt nur die Radikalmethode. Nicht mit Reden und ihn einweihen und so, sondern abhauen, weg. Was sagt denn deine Freundin? Sagt die Freundin auch abhauen? Ja, die kann sowieso, ich meine, es kann niemand nachvollziehen. Und die sagt mir halt auch, ja Gina, wenn du nicht glücklich bist, was überlegst du da noch lange? Mhm. Scheiß auf deine ganzen Sachen, die da noch sind. Bleib einfach hier. Mhm. Aber das ist für mich total unvorstellbar. Wann kommt er wieder? Heute in 5 Tagen. Das heißt, es sind 5 Tage Zeit, wo du sogar deine Sachen, deine privaten Sachen, sofern er dir noch was Privates gelassen hat, das könntest du da rausholen aus der Wohnung. Nee, kann ich nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Ach, du hast keinen Schlüssel? Nein. Sind es denn wichtige Sachen? Ja, halt alles, was man so braucht. Mhm. Also ich wohne ja halt da. Mhm. Okay, zugestanden. Das ist irgendwie nicht schön, wenn man das dann verliert. Aber jetzt gibt es Wichtigeres. Jetzt haben andere Sachen einen Vorrang, nämlich wirklich deine seelische Gesundheit, auch deine körperliche Gesundheit letztendlich, auf Dauer gesehen. Du musst etwas machen. Du musst in den nächsten Tagen etwas tun. Ja, ich weiß ja auch nur gar nicht, wo ich überhaupt hin sollte. Ich habe ja hier keinen Platz. Ja, deswegen habe ich gerade gesagt, vielleicht irgend so etwas wie eine Freiwillige, dass du dich freiwillig in eine gute psychiatrische Klinik einweisen lässt. Das klingt jetzt im ersten Moment immer so ein bisschen erschreckend, psychiatrische Klinik. Aber dass du erstmal geschützt in einem geschützten Raum bist und auch entsprechend gut betreut wirst von Leuten, denn es wird dir ja auch dann die erste Zeit nicht gut gehen. Da will ich aber jetzt nicht so unprofessionelle Ratschläge geben, vielleicht wie man das einfädelt. Da musst du unbedingt mit meiner Psychologin jetzt sprechen. Ja, okay. Also von meiner Seite aus, so von der allgemeinen Einschätzung, raus, so schnell wie möglich. Wie man das jetzt im Einzelnen macht, rufen wir dich sofort wieder an, okay? Alles klar. Magdalena ruft dich an. Okay. Ich würde mich sehr freuen, irgendwann von dir nochmal was zu hören, Gina. Ja, ich schreibe dir. Ich würde mich wirklich freuen. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Und noch Samantha. Samantha ist 27. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ach, Samantha, jetzt haben wir gar nicht viel Zeit. Ich habe mich ein bisschen verguckt hier auf meine Uhr. Aber sag mal, um was es geht. Ja, kein Problem. Mein Problem ist, mein schlechtes Gewissen frisst mich fast auf. Ich habe meine beste Freundin mit ihrem zukünftigen Mann betrogen. Oh, das ist natürlich das Schlimmste überhaupt. Übelst, ich weiß. Wann? 4, 5 Wochen ist es her, unter extremem Alkoholeinfluss. Unter extremem Alkoholeinfluss, so, dass du dich gar nicht mehr richtig erinnern kannst? Ja, doch, das schon. Das schon? Ja, das schon irgendwie. Aber Fakt ist, Alkohol, ne, es hemmt einen ja dementsprechend nicht. Von wem ging der erste Schritt aus? Von ihm. Von ihm. Ich hätte mich das nie getraut, um Gottes Willen. Ja. Fakt ist irgendwie, ne, es ist soweit gekommen und seitdem kann ich meiner besten Freundin nicht ansatzweise mehr in die Augen schauen. Ich habe sie seitdem her gesehen, ich habe auch ihn gesehen. Er verliert da nicht ein Sterbenswörtchen drüber, ich ebenfalls nicht und das frisst mich schon auf. Und die beiden wollen heiraten? Definitiv. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht wirklich, wie ich mich verhalten soll. Wenn ich sie sehe, das wollte ich nicht, das war nie meine Absicht. Wie ist denn die Beziehung zwischen den beiden, das ist die beste Freundin, die wird ja alles erzählt haben. Ja, natürlich. Also die Beziehung, ja, mehr scheiden als, ja, das ist nicht ganz so dolle. Ist es nicht ganz so dolle? Nein. Und trotzdem wollen sie heiraten? Das ist ihre perfekte Welt, das, was sie sich vorstellt. Er sieht das nicht ansatzweise so. Sie schätzt das nicht dementsprechend so ein. Wie lange sind die schon miteinander zusammen? 3 Jahre. Hältst du es für möglich, wenn er bei dir sowas gemacht hat? Ich meine, du hast mitgemacht, ich will dich nicht da entschuldigen. Aber wenn er da initiativ war, hältst du es für möglich, dass er auch bei anderen Frauen initiativ ist? Ja, glaube ich schon.
Große das Problem ist, egal ob ich es weiß oder nicht, oder ich vermute es oder halt auch nicht, ich kann es ja nicht sagen, weil ich muss ja das begründen und dann kann ich nicht sagen, Mensch, das ging irgendwie, weil ich habe es erfahren. Großer Konflikt. Auf jeden Fall. Auf der einen Seite die Loyalität der Freundin gegenüber, ihr ehrlich gegenüberzutreten, sie vielleicht sogar zu warnen, was mit ihm los ist. Auf der anderen Seite trägst du ja auch die große Schuld mit. Du hättest ja auch Nein sagen können. Und die Gefahr, die beste Freundin zu verlieren. Das ist das größte Problem. Sehr schwierig, sehr schwierig. Und jetzt ist die Sendung vorbei. Das tut mir irre leid, aber wir werden auch dich gleich nochmal anrufen. Okay. Ja, liebe Samantha. Bis gleich, leg bitte auf. Alles klar. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Am Montag sind wir nicht da, wegen Rosenmontag. In der Technik heute Volker Thake. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.